So ist es. Unter den 70.000 im Stadion von Borussia Dortmund überraschend auch der Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Stimmungscheck vor dem Länderspiel gegen die USA hier am Mittwoch, nachdem die Sache mit Christian Wörns doch eskaliert war. Aber hier beim Stimmungscheck natürlich zunächst mal glücklicherweise für Klinsmann keine Pfiffe, wenig Plakate pro Wörns. Borussia Dortmund in Schwarz-Gelb mit Darren Buckley in der Mitte und Odonkor mit der Hereingabe. Gute Möglichkeit zum Auftakt. Odonkor überläuft Bellinghausen und Buckley. Wann macht er endlich sein erstes Tor für Borussia Dortmund? Turbulenter Auftakt. Sebastian Kehl. Er kommt vielleicht zum nächsten Länderspiel. Buckley und dann Smolarek. In der Mitte auch er mit nur einem Tor 2006. Aber bei Borussia Dortmund stimmte die Richtung, die Mannschaft mit viel Elan. Sebastian Kehl, er wollte sich Klinsmann aufdrängen, das schaffte er. Und Smolarek. Starker Auftakt von Borussia Dortmund. Kaiserslautern konfus, fand überhaupt keine Mittel gegen diese Angriffslawine. 10 Minuten gespielt. Kringe und Smolarek, der Pfosten. Buckley. Es ging drunter und drüber. Keine Ordnung beim ersten FC Kaiserslautern. Die Führung nur eine Frage der Zeit. Bernd Vollmar war ein bisschen nachdenklich, weil der Treffer noch fehlt. Dann Erwin Skiller. Jetzt mal Entlastung. Buckley setzt nach. Şahin und Didi. Führungstreffer. 25 Minuten gespielt. Und das macht er mit dem rechten Fuß. Leonardo Didi, weil Skiller zu schlampig in der Vorwärtsbewegung ist, weil Şahin schnell schaltet und weil Didi klasse reagiert. Eine hochverdiente Führung. Erstes Saisontor für den Brasilianer, für Didi. Es spielte weiter nur Gelb-Schwarz. Nichts zu sehen vom ersten FC Kaiserslautern. Und immer wieder Darren Buckley. Sehr auffällig, wenn auch noch nicht effektiv, aber selten war er so nah dran an seinem ersten Tor für Dortmund. Nichts zu sehen von Lautern bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dann diese Attacke von Wörns gegen Sanogo. Und klar, Freistoß zeigen wir Ihnen natürlich gerne. Auch mal ein Torschuss von Kaiserslautern und er ist drin. Das Unglaubliche, es passiert. Der Ausgleich mit der ersten Torchance. Fehler von Gentner im Tor, der die Torwartecke viel zu früh verlässt. 20:2 Torschüsse, 1:1 der Spielstand. Jürgen Klinsmann hatte eine Menge Hiobsbotschaften hinzunehmen, aber nicht hier, sondern in anderen Stadien. Er beschäftigte sich vor allem mit der schweren Verletzung von Sebastian Deißler. Zweite Hälfte. Wobbeli draußen, Mikic drin, der wechselt schon gegen Ende des ersten Durchgangs, ansonsten keine Veränderungen, aber jetzt mal Kaiserslautern, endlich mal mutig nach vorn gespielt, über Altintop bis dahin kaum zu sehen, aber klar war, eine Steigerung des FCK, sie musste kommen. Stattdessen Borussia Dortmund mit Odonkor, versetzte ein ums andere Mal Bellinghausen. Darren Buckley, wunderschön, mit Gefühl auf Kringel, 2:1, 64. Spielminute. Endlich Klinge auch mal als Torschütze, nachdem er zuvor doch einiges an Tempo aus dem Spiel genommen hatte, einige Bälle vertändelte, jetzt aber trifft er und steigerte sich danach. Florian Kringel bringt Borussia Dortmund verdient mit 2:1 in Führung. Freistöße von Skela sorgten fortwährend für Gefahr. Sonst fast nichts. Skela und Sanogo. Das wäre es noch gewesen. Hier das 2:2 kassieren bei so einer drückenden Überlegenheit, wie sie hier präsentiert wurde von Borussia Dortmund. Immer wieder über Odonkor und jetzt auch mal über Degen, der nachrückt. Degen! Waren das Möglichkeiten, aber die Zeit lief jetzt für Borussia Dortmund. Kaiserslautern kam kaum noch zur Entlastung. Inzwischen eingewechselt Thomas Rosicki. Wunderbares Zuspiel und Rosicki mit der letzten Möglichkeit der Partie für Borussia Dortmund. Ohne Zweifel gewinnt der BVB verdient mit 2:1 gegen Kaiserslautern. 37 Torschüsse bedeuten neuen Saisonrekord und bescherten Florian Frommlowitz einen ungemütlichen Nachmittag. Jan Henkel hat nachgefragt. Ja, wir haben die erste Hälfte ganz klar verschlafen, muss man so sagen. Wir sind gar nicht hinten rausgekommen, haben keine Entlastung nach vorne gehabt und es war eigentlich nur eine Frage von der Zeit, bis das erste Tor fällt. Dann kommen wir nochmal durch den Fußballgott nochmal ins Spiel, würde ich sagen, haben eine Chance durch Erwin Skiller, der macht das Freistoßtor. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir probiert, noch das Beste draus zu machen, aber es hat halt nicht gereicht. Der Dortmunder Druck war einfach zu groß. Wie ist das, wenn dann 20 Schüsse da vorne einfach nicht reingehen? Verliert man die Geduld?
Na, man ist langsam am Verzweifeln, man ärgert sich natürlich, aber heute hat uns auch das Quäntchen Glück gefehlt für das eine oder andere Tor. Ganz kurz noch ein anderes Thema, am kommenden Mittwoch, wo werden Sie da sein? Hier auf der Tribüne werden wir das Spiel angucken. Warum kommen Sie ins Stadion? Ja, auf jeden Fall nicht um provozieren, einfach um mir das Spiel anzugucken. Immerhin, hier gab es heute kaum Pfiffe gegen Jürgen Klinsmann, stattdessen reine Freude über Dortmunds Offensivspektakel. Weiter geht's in Leverkusen, wo Michael Born mit einem Hoffnungsträger in Sachen